Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Dieses neuartige Coronavirus scheint nicht so gefährlich zu sein. Letztes Jahr sind 25.000 Menschen an der echten Grippe gestorben. Es werden niemals alle Fälle, die irgendwann mal infiziert sind, gerade weil die Krankheit in den meisten Fällen ja wirklich sehr, sehr milde verläuft, wird die wahre Zahl natürlich am Ende mal berechenbar sein und extrapolierbar sein. Aber das heißt, dass dadurch eigentlich klar ist, dass insgesamt der Anteil der schwer verlaufenden Fälle kleiner ist, weil wir die wahre Zahl der milden verlaufenden wahrscheinlich niemals erfahren werden. Waschen mit Wasser und Seife, gründliches Waschen mit Wasser und Seife ist völlig ausreichend, um das Virus abzutöten und von den Händen abzuspülen. Nach jetzigem Wissensstand verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus für 80% der Infizierten milde oder sogar symptomfrei. Für Menschen unter 50 ist das Risiko vergleichsweise sehr gering. Jeder von uns weiß, was zu tun ist, um die Gefahr einer Ansteckung für sich und andere zu reduzieren. Aufgrund der gleichen Übertragungswege sind es genau die gleichen Verhaltensweisen und Vorkehrungen wie bei einer Erkältung oder Grippe. Alles genauso machen, als würde man sich im Alltag vor Erkältung oder Grippe schützen wollen. Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen. Was empfehlen wir nicht? Wir empfehlen nicht die Nutzung von Desinfektionsmitteln im allgemeinen Alltagsleben, auch in dieser jetzigen Situation nicht. Und wir empfehlen ebenfalls nicht die Nutzung von Gesichtsmasken oder Mund-Nase-Schutz in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben. Was die Maske betrifft, es macht keinen Sinn, dass wir alle hier mit Masken rumlaufen. Das hilft nicht. Das hat sich ja auch in Japan oder in China, wo das ja weit verbreitet ist, gezeigt, dass das nicht der richtige Weg ist.